An einem Samstagnachmittag kann man so einiges tun. Man kann rausgehen, wenn das Wetter schön ist, sich vielleicht in die Natur begeben. Und das habe ich heute gemacht. Allerdings nicht wirklich, um die Natur zu sehen, sondern ich bin jetzt hier mitten im Steiger, weit weg von der Stadt. Ich habe einen langen Weg hinter mir. Es ging steil berghoch. Und irgendwann kommt man dann hierher. Und hier befindet sich eine Flüchtlingsunterkunft in Erfurt. Und heute gibt es hier etwas Besonderes. Und zwar, ja, man könnte sagen, eine Fahrradbastelwerkstatt auf dem Platz vor dem Haus. Es wird auch gegrillt. Es sind einige Leute hier und was das alles zu bedeuten hat, darüber möchte ich jetzt mit einigen Menschen sprechen. Und der erste, mit dem ich spreche, ist Nathanael von der Willkommensinitiative. Ja, ich war heute früh gegen 10 als erster hier und habe direkt angefangen, mit den ganzen BewohnerInnen den Keller auszuräumen. Da hatten wir gestern schon alle Werkzeuge und einen Pavillon, Bierbänke und sowas hingebracht. Und hier sind alle am Schrauben. Jeder hat sich irgendwie ein Fahrrad genommen und bastelt rum, fragt die anderen um Hilfe. Und es ist natürlich klasse, dass wir die Fahrradwerkstatt der FH mit dabei haben. Ein bisschen professionelles Werkzeug und Know-how vor allem. Das ist spitze. Hier stehen auch diverse Fahrradstände rum, an denen Fahrräder angebracht sind. Es gibt einen großen Tisch mit ganz viel Werkzeug. Und das alles ist nicht einfach so hier und wurde auch nicht von Einzelpersonen mitgebracht, sondern von Vertretern der Fahrradwerkstatt der FH. Und ich spreche jetzt gleich, wenn er ausgekaut hat, mit Markus. Die Stimme kennt ihr vielleicht schon aus der Rubrik von Freunden, die sich auskennen, das Fahrrad. Denn das mache ich immer mit ihm, der an der Fahrradwerkstatt der FH rumschraubt, rumbastelt und heute auch hier ist. Warum findest du persönlich das wichtig, hier den Flüchtlingen zu helfen? Na, einfach um die mobil zu kriegen, mobil zu machen. Und wie sich gerade rausstellt, ist es auch ein schönes Ereignis für die zusammen. Mit uns zu helfen ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil wir selber erstmal an den Fahrrädern schauen müssen, was zu reparieren ist. Man kann dann natürlich dann mit Händen und Füßen sich ein bisschen verständigen, aber das geht schon. So also kleine Sachen kann man auch machen, die sind sehr engagiert, die wollen immer helfen und denen ist halt langweilig. Wir hätten jetzt hier noch jemanden, der bei der Fahrradwerkstatt an der FH mitmacht, den Martin. Was bedeutet das für dich, dass ihr hier mitmacht? Warum macht ihr das? Ja, wir basteln ja gerne an Fahrrädern und das hat ja nicht nur immer was mit Fahrrädern zu tun, sondern auch mit den Menschen, die damit fahren. Und das macht uns einfach große Freude, gemeinsam mit unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Fahrräder zu reparieren. Und gerade hier ist ja der Bedarf da. Also wir sind ja hier in einer Unterkunft am Drosselberg, die sehr, sehr abgeschieden ist. Das heißt, die Leute brauchen auch einfach Fahrräder, um in die Stadt zu kommen. Es sind ja sehr viele junge Menschen und Familien hier. Und dann können wir daher gerne helfen und reparieren zusammen Fahrräder. Und das Schöne ist, am Ende haben wir eine gute Zeit und alle funktionierende Fahrräder.